Hey Leute, was geht? Euer Nassimir. Wir haben diese Woche mal wieder die Wikini gespielt. In dem Video seht ihr, ob ich 30 geholt habe oder nicht. Sehr, sehr spannende Spiele dabei gewesen. Wir haben gegen gefühlt halb YouTube gespielt. Danke für den ganzen Support auf Twitch. Wir waren zwischenzeitlich bei 2000 Zuschauern oder mehr. Vielen, vielen Dank. Jetzt sind wir auch auf diesem Kanal sehr, sehr aktiv. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lässt, ein Abo da lässt, das Video kommentiert. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Oh, Fenner Wappen. Kimmich Totti, wen hat er da noch? Ey, Junge, Fenner Wappen, ciao. Ciao. Ich hab gesagt, irgendwann kommt dieser Umut, der gerade Döner hier gefressen hat, der Fettsack. Hätte ich so einen Talk erzählt, nicht mehr ausgerastet und geschoben auf alles. Das ist ein Dreckspiel, Digga. Der 7, Junge! Nagelsmann da unten sauer, ja? So da doch. Hückt mich gar nicht. Oh, ich liebe Umut, meine Umut, Dankeschön. Ist halt krass, ne? Ist halt krass, ne? Jetzt kommen wir. Was los, Emre, hä? Hat der Döner nicht geschmeckt oder was? Oder hast du diesmal keinen Döner gegessen? Das dicke Köpfe spießt hier jetzt, ne? Hat dir nicht gefallen, mein Freund, ne? Ja, musst du über Ali Can vorbeifahren. So, so gut gespielt. Kein Auge, Bruder, kein Auge. Ich hoffe, wir bleiben musikbar. Tschüss. Sieh dann mal durch, ist es Pain? Es ist Pain, Jungs. Es ist Pain. Es ist Pain! Es ist Pain! Ey, Junge, der große Schwitzer! Scheiße, Bruder, was ein Team! Oh mein Gott, was ein Team! Tja, 7! Chat, Digga, was ist das für ein Team, Mann? Oh mein Gott, hab ich Glück gehabt. Hab ich Glück gehabt. Oh mein Gott. Aber jetzt 1-1. Wäre ich ausgeglichen. Khulet! Khulet? Mach ihn? Mach ihn. Let's go, Chat. Push. Boah, Junge, Pain. Der ist so eklig. Der spielt. Boah. So schwer zu verteidigen. R9. Donut Lord. Donut Lord. Da ist er. Let's go, Chat. Jungs, so wichtig, ne? So wichtig. Ey, was denn? Riff? Was war das denn? Foul? Foul am Torwart? Gar keinen Sinn. Gar keinen Sinn. Oh mein Gott, der muss sowas von reingehen. Bruno! Was ein Ball von Donat dort, Junge. Super gespielt. Weltklasse, Weltklasse. Das war einfach lang. Ich wusste es. Oh, der hat so Pech, der Junge, der hat so Pech. Der hat so Pech. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Er muss kommen. Hat nichts mit Disrespect zu tun, nichts. Aber in solchen Spielen muss er rein, Jungs. Bleib schon ehrlich. Der Bouge. Man weiß nie. Vielleicht ist er im Moment da. Hat er sich verdient. GG. GG, Pain, Bruder. Ich such mal nächstes Spiel, ja. Gucken, ob vielleicht krieg ich jetzt, Pain, du kriegst Karius oder wir spielen mal wieder gegeneinander. Ja, gerne. Ich glaube, heute ist noch alles möglich. Heute spielt ganz YouTube-Szene. Digga, wollen wir mal gleichzeitig suchen? Wie stehst du aber?
Du kannst mich ruhig ficken, Alter. Lass einfach normal spielen. Ich gehe 20-5. Wenn ich verliere, scheißegal. Ich weiß nicht, ob ich dich finde bei 21-0. Aber wir können probieren. Ja, lass mal probieren. Auf 3. Okay. 1, 2, 3. Ich hab direkt einen? Richtig. Okay, dann weiß ich. Lass nochmal neu versuchen. Ja. 1, 2, 3. Ich hab einen? Ja, ich nicht. Ah. Oh, jetzt hab ich einen. Wie viel denn ist? 22, 24? Nein, ah, ist rausgegangen. Ich bin rausgegangen. Okay. Noch einmal, komm. 1, 2, 3. Ich hab einen. Ich auch. 14? Ja. 18? 30. 16? Okay, lass warten, lass warten. Ich geh rein. Ich geh auf, oha. Ja. Nein! Ey, du kleiner Hund! Du kleiner Hund! Ey, ich. Nein, du kleiner. Ey, Chad, du hast einen Hund! Ey, dann treffen wir auch noch auf den. Ey, Junge, ich muss dir jetzt ficken, ne? Ey, der kleine Hund! Mal reden. Lassen wir es so stehen. Sagen wir einfach nichts dazu. Was ein Freund, ne? Ich stehe 1-2 schon und will mir es einfach versorgen. Ey Jungs, 1-2-0, Digga, damit wir chillen können. Der regt mich gerade so auf, ne? Super Tor! Super! Da kann man einfach nichts zu sagen. Ist er sauer? Ich hoffe so sehr, dass er so sauer ist. Ich hoffe, der ist so sauer. Da ist er! Nein! Buschelab! Buschelab! Was ein Dreckstor! Hey, Simon, ne? Ich mach jetzt den Mocki, Junge. Wir sehen alle. Fight up! Let's go, er war nervös, er war nervös. Simon! Schade, Digga, Buja hatte eine Chance gehabt, muss er machen. GG, Jungs, GG. Simon, so ein Hund, ne? Ich ruf dir jetzt an, die kleine Hund, mach doch ernst. Ja, Buja, wir wollen zum Spiel. Glücklicher 2-1-Sieg. Glücklich! Die Fans sagen, sie haben sich unsportlich verhalten, vor allem in den letzten 15 Minuten. Was ist selber dazu? Ich bin sehr enttäuschend, das ist so, als wäre eine Mannschaft schon abgestiegen und die andere Mannschaft hat die Chance, den Titel zu holen und die andere Mannschaft, die abgestiegen ist, versucht der anderen Mannschaft den Titel zu versorgen. Mhm. Was ich dazu sagen kann, ist falsche Freundschaft, falscher Ehrgeiz, falsche Mentalität. Jeder kann so sehen, wie er will, weißt du? Herr Buschelab, Sie befinden sich aktuell sportlich vor allem in einer Negativspirale. Jetzt haben Sie hier einen knappen 2-1. Sieg mitnehmen können. Was können Spieler und vor allem Trainerstab aus diesem knappen Ergebnis mitnehmen? Beflügelt sie das vielleicht für die nächsten Wochen? Ja, auf jeden Fall. Man hat jetzt gesehen, die 21 Spiele davor waren überragend. Das Spiel war aufgrund mehrerer Vorfälle davor ein bisschen schwierig. Corona und so, ein paar Corona-Fälle in der Mannschaft gehabt. Buschelab war lange raus, kam wieder. Hat man ihn, glaube ich, heute angesehen. Ja. Und ja, deswegen finde ich, dass es trotzdem verdient war. Herr Buschelab, in dem Team wird häufig von einem Mentalitätsproblem geredet. Sie haben in der 80. Minute den Starspieler Cristiano Ronaldo vom Feld genommen und dafür einen jungen Marokkaner aufs Feld geschickt. Was halten Sie von seiner Einwechslung? Wie sehen Sie in seiner Entwicklung? Und meint Sie, das treibt vielleicht auch einen gewissen Keil in die Mannschaft, dass hier ein Spieler für 9 Millionen Coins einfach so vom Feld nimmt? Nee, erstmal, er kostet 1 Million. Ist nicht seine beste Version, weil er zurzeit nicht so gut drauf ist. Ist verdient. Der junge Mann, der ist der Wahnsinn im Training. Der überrascht mich jedes Mal. Und Ronaldo hat seine Karriere gemacht. Und jetzt ist der Nassen dran, ne? Er will nicht nur in seine Fußstapfen treten, sondern auch in die seiner
Ja, der Ronaldo, der andere, der Dicke. Herr Bujelab, in der Metropole Gelsenkirchen sieht man Fünferketten aufgrund der letzten sportlichen Jahre nicht so gerne. Sie sind erneut mit einer defensiven Ausrichtung in dieses Spiel gegangen, haben versucht, erstmal die defensive Grundordnung zu schaffen und sind mit 5 Verteidigern aufs Feld gegangen. Sie haben am Ende des Tages trotzdem 2 Tore erzielt. Würden Sie sagen, diese defensive Grundordnung hat auch eine gewisse Stabilität zurück in die Mannschaft gebracht? Nee, das ist ja das Problem, mein Lieber. Ihr von der Medienabteilung denkt immer das, was ihr denken wollt, und das ist das Problem, und diese Journalisten, die gehen einfach auf den Sack. Hör mal zu. Das ist eine Fünferkette, die offensiv gespielt wird, die nicht defensiv ist. Die Außenverteidiger gehen mit nach vorne, die greifen mit an. Das heißt, ein quasi spielst du eine 3-5-2. Wenn ihr das nicht kapiert, was kann ich dafür, wenn ihr so dumm seid? Gib mir einen richtig Lust. Ey, bitte, gib mir einen richtig Schluss. Fokus, Mock, Junge. Ich sage einfach nichts. Ey, Ref! Das ist die Freistoßtaktik, Junge! Let's go! Mein Gott, ist das wichtig? So ein Lackertor, ist das wichtig? Nein, wie blockt er den, Junge? Der lag schon auf dem Boden. Was? Was? Okay, Bruder, okay. Alles klar. Ey, wer ist dieser Eto'o, Junge? Das sieht, wie das reinmacht. Wer ist das? Fresse, Junge, das kann doch nicht wahr sein, Mann, links wie rechts oder was? Ruhig, Schnitzel. Erstens, ich wusste das jetzt nicht. Zweitens, dass er rein ist, das ist die größte Frechheit, die Stürmer. So ein Spiel, so ein kleines Bastardspiel. Auf einmal Finesse über Ports Dings geworden oder was? Meine Fresse, Junge, was ist das für ein Scheiß, Mann? Ey, reicht doch mit diesen Finessen, Junge! Was ist das? Ey, dieses Spiel, ey. Dieses Spiel, nee, ich schwöre auf alles. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Ich spiele so ein Wasserspiel, ich schwöre auf alles. Immer passiert das Gleiche. Immer und immer wieder. Hey, Junge, Bruno, Mann! Was mache ich? okay. Abseits, Chat, let's go! Wo mach ich Stoß hinab? Da ist er, Junge! Nein, was? Ich bin so dumm. Ich bin so dumm! Ey, Simon, seit wann sind diese Finesse überpowered? Sei mir ehrlich. Bruder, das kann doch nicht sein, Bruder. Eto'o hat 4 Sterne schwacher Fuß. Ja. Wie wild ist es bitte? Solche Dinger macht bei mir nicht mal, keine Ahnung, wird nicht mal Messi Toti wahrscheinlich machen. Und dein Varane in 9 von 10 Fällen, ja, blockt er den. Fällen steckt er da einfach den Fuß aus. Ist doch so. Ja, Bruder, guck dir das an. Aber ist doch so, Bruder, ich schwöre auf alles. In 10 von 10 Fällen normalerweise, Junge. Ey, das kann. Ey, du spielst so sauer! Wir kennen es doch, oder nicht? Das ist einfach krank. Wir kennen's doch, Bruder. Ja, jetzt machst du ihn, du kleine Missgeburt, ne? Du kleiner Bastard. Fuck dich nicht ab, Junge. Sorry für die Wörter, aber Bruder. Man fühlt's doch. Man fühlt es doch. Ehrlich. Ich sag dir, das Spiel ist einfach eine Krankheit. Ist doch so. Geh raus, Junge. Das Spiel ist einfach eine Krankheit.
Das ist halt so ein Ding, ne? Gefühlt ist es in Real-Life-Fußball manchmal wie in der Weekend League. Wenn ihr eine gute Form hättet, ne? Ich sag's dir so, wie es ist. Ihr hättet gegen Wolfsburg 3-1 oder so gewonnen. Ja, safe. Ey, dieses Spiel, das regt mich so auf. Ey, Junge, ich bin so sauer. Ehrlich. In FIFA 21 noch kein 30-0 geholt. Schalke läuft auch nicht wirklich. Sag ehrlich bis zum Loch. Ja, Bruder. Sag ehrlich, tiefer im Loch kann man noch nicht stecken, oder? Wenn man letztes Jahr dreimal 30-0 so geholt hat. Digga. Und, danke, dass du mir auch vorhin den Sieg geschenkt hast, ne? Ja, hab ich ja gerne gemacht. Weißt du, die Leute haben gedacht, ich hab da wirklich reingeschwitzt oder so, aber. Ja, ich weiß, Bruder. Ja. Deswegen. Ich hab's auch ein bisschen für mein Image gemacht, weißt du, dass ich dann auch mal phasenweise ein bisschen ernst gespielt hab. Digga, ich wünsch dir was, lass dich nicht zu krass abfangen, ne? Dankeschön, Bruder. Simon auch rein, ne? Schönen Abend, Bruder. Jo, wir haben's geschafft. Ciao, ciao. Wir haben's geschafft. Wir haben's nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft, natürlich.